seinen Pilotenschein. Wo verdammt ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20... Springt aus Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil die zwei Weißbrote echt teuer aussehen. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen! Du gehörst mir! Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten... Hier unten... Ist es vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir auf das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da-da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein? Scheiße. Und Vater,
Stopp. Seid still. Was regt dich der Hund so auf? Der ist wie du. Auch wohl scheiße. Sei leise. Komm damit, Köter. Wenn du mir sowas zu essen gibst, dann musst du damit rechnen. Oh Gott. Oh, das war ein guter. Ja, und der auch. Nimm unser Zeug und die Karte. Und das Handy da auch. Auf dem Tisch. Mache Meldung. Hey, ist einer on? Steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. Weg! Okay, es funktioniert. Dann los. Okay, ich komme. Scheiße, Mann. Nichts zu sehen. Wer ist da? Mann. Scheiße, Quinn. Toll! Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Ganz ehrlich, was? Ich lache. Ihr heult, hab und heult noch mehr. Oh Gott, das sind echt viele, Mann. Scheiße. Das ist dieser Psycho. So geht. Wenn man sich langweilt und man schnell wütend. Kam der Anruf rein. Fuck der Anruf. Keiner will bezahlen für euch. Ihr seid wertlos. Wir kamen also dahin. Alle sagten rum und warteten, dass er in das Zimmer kommt. Und dann brachte er echt zwei Nutten mit. Ich sah los, 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 los. Die ganze Nacht gefickt. Ab ins Kurze. Ja. So war es eine gute Idee. Automatik aktiviert ist, kannst du einen Stein dahin. Keiner kann dich aufhalten. Wenn du so eine Knarre hast und sie einem an die Rübe hältst, weißt du das. Okay. Wir gehen. Sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab Dad versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Nein! Bleib bei mir, Grant! Bitte nicht sterben! Halt durch, Grant, halt durch! Oh, 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 oh Gott! Nein, nein, nein! Du bist gefangen! Du bist gefangen! Grant! Grant! Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Na los! Was, bist du taub? Ich sag auf, was ich dir verhandle, du feiger Sack! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf, Forrest! Fuck!
von hier. Riley und die anderen finden. Bitte lass sie am Leben sein. Wo ist der Hilfer? Er ist weg. Such ihn. Bin ich? Was zum Teufel? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn! Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ich heiße Dennis. Jason. Bangau. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Wie bin ich hingekommen? Ich habe dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk? Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich.
Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier, Geld für Waffen. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Nette Fahrt, hä? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Das Tatau. Hey, Philippe, wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Was ist das für ein Außenposten, wo sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Vars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vars. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, sie Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen. Und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Mein Freund? Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du kannst sie schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason, du bist des Tatau würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Thank you.
Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die... Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie meinen das Mädchen. Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Brennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Todessprung. Das ist mal neu. Ich persönlich mag ja die Roten. Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab Dad versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist ein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab ich nur. Dr. Earnhardt? Hallo?
Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Grant? Die Pilze. Da ist einer. Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während Sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Dir. Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Da wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist... Grant, er... Hör auf! Daisy! Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vaas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes, dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komme klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Jason, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin? Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen.
Das Tatao wird dich weiterbringen. Was? Nimmt Erpresservideos in der PC auf? Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt, Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Hey, Dennis, bin auf der Medusa. Piraten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Was ist passiert? Was plant unser Dorf anzugreifen? Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Was will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff. Und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Wow! Erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, Vaas nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. PC? Pirate Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Hallo? Dr. Earnhardt? Hey, Daisy hier. Ich habe mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Gut. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal, ich habe da unten was gefunden. Das musst du dir ansehen. Okay. Wir treffen uns später dort. Hoffentlich mit unseren Freunden. Gut. Bis dann. Lisa, ich komme! Aus der Höhle raus! Nein! Ist nur ein Video. Sie ist nicht hier. Bitte. Nein. Ich will, dass du sagst, Mom, Dad. Mom. Dad. Ich liebe euch. Mom. Dad. Ich will nach Hause. Es war sehr schön. Und jetzt mach's nochmal. Nein. Mit mehr Emotionen. Du kannst es doch annehmen, los. Nein. Yo, Vaas. Die Brody-Jungs haben gerade den Funk aufgenommen. Benny. Ich drehe hier einen Film, okay? Du musst echt abhauen hier, Mann. Die verdammten Idioten schwer. Also bitte! Nicht so fluchen. Okay, wir sind in Gesellschaft einer echten Dame. Fick dich. Fick mich? Siehst du, was du getan hast? Du hast meine Schauspielerin gegen mich aufgebracht. Verpiss dich von hier! Verschwinde! Ich möchte mich hier wirklich für meinen Freund entschuldigen. Der Typ ist ein Riesenarschloch. Wir gewinnen den Kampf dafür, okay? Nein, gut, mach weiter. Nein! Vaas! Wo bist du? Nein. Thank you.
fertig tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Citra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat dir nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht, jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt doch mal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason, ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Ich bin da! Oh mein Gott! Halt still! Wir haben Oliver! Wir haben Oliver! Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun! Dann lass mir nach! Ich habe eine Idee! Okay. Oh! Oh nein! Das kann ich nicht! Das ist der einzige Weg runter! Komm schon! Oh! Oh mein Gott! Geradeaus! Ich
schießt immer daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen? Wir hängen sie ab. Ich muss gleich kotzen. Schneller, schneller! Geil, diese Pisser haben gar nicht gemerkt, was passiert ist. Großartig! Hältst du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Sie sagte, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Tut mir so leid. Okay. Genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Schöner Fund. Komm, sieh's dir an. Tut gut, dich zu sehen. Dich auch. Glaubst du, du kriegst das Boot hin? Das war mal mein Hobby. Wird schon. Glaub mir. Du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Erklär noch mal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. So.
Sei vorsichtig. Ich helfe mal Daisy. Hallo? Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Barsch hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Barsch. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra. Du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Wo bin ich da nur reingeraten? Jason, ganz ruhig. Schön sichtbar. Keine Bewegung, okay? Dennis! Wer ist das neben dir? Ein junger Krieger, der Citra vorgeführt werden soll. Kommt näher! Folge mir. Hier drüben, Schritt halten. Nein, Bruder. Dennis, du hast einen Außenseiter hergebracht? Dieser hier wird nicht versagen. Zurück! Barhanti! Zeig mir deinen Arm. Das ist Jason. Der, von dem ich erzählt habe. Hi. Lehrt man euch in Amerika ohne Erlaubnis zu sprechen? Nein, das habe ich aus Frankreich. Sinopanka Bauer. Sehr tapfer, dem Tod ins Gesicht zu lachen. Gute Arbeit. Du kriegst sie zurück, wenn ich sie rausgeschnitten habe. Ich dachte, du hast Humor. Nur wenige Außenseiter sahen diesen Tempel. Die inneren Höfe noch viel weniger. Warum bist du hier? Ich brauche die Kraft, um Vaas zu besiegen und meine Freunde zu retten. Ist das alles? Meine Armee werde ich nicht für dich schicken. Du bist ein Lamm. Keiner von uns. Dann werde ich eben ein Krieger. Sehr lustig. Bitte geh. Er hat meinen Bruder. Was? Und ich werde alles tun, um ihn zu retten. Berikan Saherba. Bring mir, was verloren ist. Dann reden wir. Wow. Ja, Citra sieht das Feuer in dir. Was hat sie gemeint? Bring mir, was verloren ist. Trink, und du findest die Antwort. Ist das Zeug gefährlich? Aus dir spricht die Furcht. Willst du die Kraft, deine Freunde zu retten? Ja. Dann trink. Wir verbringen unser Leben mit Zurückhaltung. Stell dir vor, wie leicht es wäre, sich einfach alles nehmen zu können. No, no, no.
Wo bin ich? Warte! Was zum Teufel? Ich sah meinen Freund und dann meinen kleinen Bruder Riley. Dann folgte ich einem Mann mit weißem Anzug. Da war eine Hüttensiedlung, eine Bar. Dunkel und schäbig. Und, Und ein alter Dolch? Ja, ein alter Dolch mit verzierter Klinge. Woher weißt du das? Du sprichst im Schlaf. Es gibt eine Hüttensiedlung, östlich, im Piratengebiet. Okay, dann gehe ich dahin. Oh, aber die Siedlung ist groß. Wie willst du da einen Dolch finden? Einfach. Beginnen wir mit dem Mann in Weiß. Da ist es ja. Ich muss den Mann in Weiß...
Der Mann ist der Schlimmste. Muss mit dem Schritt halten. Er darf mich nicht sehen. Entspann dich, alter Mann. Du hörst ja schon Gespenster. Zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoos. Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja oder nein? Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchtel. Nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn es im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo, genau das wollte ich hören. Übrigens, was hat deinen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Jason. Was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet, hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich hab ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos von der Quelle. Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot... Kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt, dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Egal, hier ist das Teil. Wow. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. Ich spiele mit. Aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Aber es gefällt mir, eine Marionette zu sein. Es bleibt und alles ist egal, ja? Alles ist egal, alles ist egal. Vielleicht weiß Dennis mehr über Hoyt. Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt, aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Hey, wow. Bist du nicht etwas? Her damit. Okay, ich pass auf. Ich frage mich, ob der Liga... Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen
Im Dschungel? Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich hab fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, Boss, planst du eine Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist so knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, hier interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verlangst es mir, dass die dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut, okay, wenn Jason Brody nicht egal wäre. Geht klar. Fantastisch. Ja, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bellerstown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bellerstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den rotgestreiften? In die Mitte vom Minenfeld? Heute nicht genug! Viel Spaß, Jungs! Ist unser Mann. Du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, Olli. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Flucht nochmal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Shit. Beschäftige sie! Hey, komm her! Okay, alles gut, komm rein. Saustall, hier ist es. Ich hab das Transportverzeichnis. Endlich! Ich fotografiere das mal für Willis.
Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Zu spät. Der Konvoi hält bei der Shrimp Farm. Dort verladen sie Oliver in einen Heli. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Vorsprung ist perfekt. Wo ist Oliver? Lieber warten, bis ich ihn sehe. Da ist er. Lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher. Wir dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Lauf, Olli, na los! Danke fürs Rausholen. Ey, krasse Tattoos, Mann. Verschwinden wir von hier! Boot! Halt das Boot gerade! Ich versuch's! Schneller! Wir entkommen! Das war's, Olli. Du hast mich gerettet. Und die haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Oh, Scheiße. Alter, was für eine mega Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Lisa, Daisy! Ich hab Oliver. Hey, Olli! Hey, Mädels! Schön, wieder bei euch Wie zu schön, sein. Dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Hey, ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden.
Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Du mir. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ja. ist doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet. Und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. Du findest besser die anderen. Wow, sieht toll aus. Er braucht noch ein bisschen Liebe, aber ist fast fertig. Danke, dass du das übernimmst. Hey, das machst du auch da draußen. Hey, darf ich dich mal was fragen? Sag mal, du hast doch dieses Jahr diese Schwimmmeisterschaft gewonnen, oder? Ja, 400 Meter. Wie hat sich das angefühlt, zu gewinnen? Nicht auf dem Treppchen, sondern im Wasser, beim Anschlag. Als ob ich voll da wäre. Als wäre ich die ganze Welt. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass ich töten kann. Das erste Mal war schrecklich. Was ja gut ist, richtig? Aber jetzt ist es, als ob ich gewinne. Bist du okay? Ja. Ja. Okay. Ey, danke fürs Beschützen. Geht's ja echt ab wie bei Willy Wonka. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss noch ein Feuer inhalieren. Bis später. Willis, bist du's? Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Nee, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu, ich will nur Keith. Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir, was verloren ist. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich!
Bestimmt finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Ah, bitte. Der Kompass muss wichtig sein. Vielleicht führt er mich zu dem Dolch. Schneller, du Scheißding! Ist das ein Witz? Raus aus den Federn. Na komm. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh, Jason. Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber, Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher allein hin. Kies braucht mich. Okay? Adios. Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum Jason, hast du nichts Jason, gesagt? Jason, Jason, nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein Scheißspiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier. Aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Nö. Zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die Scheißjapse, ja? Die hatten diese Spezialeinheit für... Du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem Scheißdreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Buck? Nein. Dafür sollte ich dich prügeln. Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Dann wird Keith geprügelt. Sie suchten die Chao Fucking Gang. Das Flaggschiff, das diesem berühmten chinesischen General gehörte, Zheng He. Aber das Scheißding, es ist einfach verschwunden. Mit allen Reichtümern an Bord und mit, jawohl, meinem Scheißdeutsch. Das war's. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet.
ist das, wonach ich suche? Scheiße. Du mich immer. Ich weiß. Du hinterlässt eine Spur menschlicher Brotkrumen. Helen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Ich hab deinen Dolch nicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte, aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hä? Na, fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitte dich mit Keith. Ich habe nur diesen Ring gefunden. Ich bitte, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich sehe dich dann, Jace. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenne dein Ziel. Wie zum... Du Ficker, du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst, ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace, keine Sorge. Denk an Keith. Keith heult die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul! Nein. Erst noch eine Geschichtsstunde. Hör zu! Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Baxter, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar! Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner, aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben. Aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hau rein. Viel Glück. Warum habe ich kein gutes Gefühl dabei? Komme ich sicher nicht raus. Ein weiteres Kompassteil. Das stürzt hier alles ein. Thank you.
mir einen Sender verpasst, oder? Du bist mein Lieblingsschüler. Hm? Hey, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt machst du die Ansagen? Das denkst du? Hector, sieht so aus, als hätte ich keine Kontrolle mehr, also bau schnell alles ab. Und dann schlitz Keith von oben bis unten auf. Warte! Warte. War was, Kumpel? Du sagst, wie es läuft. Hector, gute Nachricht. Ich hab wohl wieder Kontrolle. Das schon, Keith. Ja. So, bist du mit dem Deutsch schon weiter? Hm? Fast geschafft, glaube ich. Fast geschafft, Sir. Ist das dein Ernst? Na gut, fast geschafft, Sir. Dann bau das Kompassteil ein. Sehr gut. Ich verpiss mich dann, okay? Mach's gut. Der Kompass zeigt bergab. Was? Kein Hallo? Oh, wie schade. Geschichte. Captain Lincolns Grab. Die Legende behauptet, dass der da voll auf Pharao machte und sich ein Grab bauen ließ, bevor Zheng He kam und sein Reich einstampfte. Aber niemand wusste, wo das Grab ist. Doch, ich tippe mal. Hm? Bon voyage, Mann. Kein Problem, das kann ich schaffen. Bist du ja. Oh, weg! Bitte lass mich überleben. Du bist nicht hier. Dieses Mal nicht, Junge. Hast du es gefunden? Das Messer? Das Grab? Ja, ich habe den Dolch. Ich komme. Wir treffen uns bei mir. Du hast ihn. Na los, gib ihn her. Erst Keith. Okay. Hinter der Tür. Eins muss man den Schlitz augen lassen. Wenn sie dich ausweiten, dann wenigstens mit Stil. Stell dir vor, damit aufgeschlitzt zu werden, als wenn Shakespeare dich mit der Feder ersticht. Oh, Keith. Bitte nicht mehr, bitte. Ich flehe dich an. Ich halte es nicht mehr aus. Jason, du musst mich hier rausholen. Ich flehe dich an, bitte. Hol mich hier raus, Mann. Ich hol dich hier raus, okay? Ja, versprich's mir. Du musst es mir versprechen. Ja, also, deswegen, Mann, ich bin dankbar, klar? Und ich würde mich echt gerne bedanken. So richtig, so wie es sich gehört. Du Arsch, hast gesagt, wir können gehen. Nein. Was ich sagte war, Keith kann mitgehen, aber du gehst nirgendwo hin. Wir gehen durch diese du Tür. Du gehst, wenn ich sage, du gehst. Hm? Ich nehme dich blutig, wenn du willst. Ich mag rohes Fleisch. Stirb endlich, du krasser Hurensohn! Das ist so krankes Vorspiel. Ich hab dich. Jason. Ist er wirklich tot? Alles wird wieder gut.
Komm mit mir. Ich kenne einen Ort, wo du sicher sein wirst. Daisy, Lisa und Oliver sind hier. Du bist in Sicherheit. Jace, du erzählst ihnen aber nichts, okay? Ist gut. Die Welt ist im Arsch, Mann. Ich dachte, ich hätte es im Griff. Aber habe ich nicht. Pass auf, du wirst wieder ganz der Alte, ja? Das wird keiner von uns. Hör zu, ich hole Riley, dann sind wir schon bald wieder in Santa Monica. Riley ist tot. Tut mir leid. Er wollte abhauen und wurde erschossen. Keith? Tut mir leid. Keith! Bitte. Hey. Nicht Riley. Mann, was ist denn mit dir passiert? Ist eine lange Geschichte. Machen wir ihn sauber. Sie haben ihn getötet. War schon heut diese Schweine. Hat ihnen einer nicht gereicht? Ich kriege sie. Sie alle, das schwöre ich. Hey. Jason, was ist? Riley ist tot. Du musst das verarbeiten. Bleib doch hier, ich helfe dir. Ich kümmere mich um dich. Das hat nichts mit uns zu tun. Was redest du denn da? Mein Bruder ist tot. Ich muss damit alleine fertig werden, okay? Okay. Ich bin hier, wenn du willst. Mein Bruder? Willkommen zurück, Jason. Fast hätte ich dein Gesicht vergessen. Schön, dich zu sehen. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet! Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Ich will Varsh und Hoyt töten. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer. Und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser. Und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. Alle Mann, auf die Position! Gut, dich zu sehen, Jason.
Was? Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das C4? Ich mach das. Aber hallo. Hey Jason, ich vermisse dich. Die Definition Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verarscht mich. So, wumm, abgeknallt. Das Ding ist, okay, er hatte recht. Dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machten. Dachten, dieses Mal wird es anders laufen. Nein, bitte. Dieses Mal wird es anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht, wie du mich anglotzt. Okay? Hast du ein beschissenes Problem in deinem Hirn? Glaubst du etwa, ich verarsche dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Schon gut, Mann. Ich chill, hermano. Ich beruhige mich. Die Sache ist, okay? Die Sache ist, getötet habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Schon okay? Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Oh, Scheiße! Oh, fick dich! Mit diesem Hurensohn. Heb ab! Okay. Bring uns hoch! Los! Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Ah!
Wer ist von den Toten zurück? Dennis! Jason! Dennis! Wie ist das möglich? Das Glück ist mit dir, mein Freund. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Es war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag Citra, ich komme. Okay, ich sag's dir sofort. Lasst uns allein. Der Krieger kehrt zurück aus dem Reich der Toten. Ich hab dir was mitgebracht. Es ist soweit. Trink. Es ist giftig für die Schwachen. Nur der Stärkste wird es überleben. Sag mir, wer ich bin. Du bist ein Krieger. Du lebst für den Kampf. Wer gegen dich antritt, wird sterben und hat es auch nicht anders verdient. Du spürst das Tatar. Du spürst den Dschungel um dich. Du bist Rakyat. Auf der ganzen Insel versklaven Vaas und seine Piraten die Körper und Seelen der Rakyat. Unsere Waffen werden nicht ruhen, bis Vaas zu unseren Füßen liegt. Wir sind die Krieger der Rakyat und ich führe uns zum Sieg! Hol ich mir was.
Überraschung gelingt, besser. Nicht gedacht, dass ich weiß, dass du kommst, hä? Bin so enttäuscht! Du warst so vielversprechend, Jay! Scheiße! Du Scheiße, Bill! Was macht die damit euch da? Die macht euch wieder zu Hacken. Ich tolle Zielriesen! Für den Schwanz und für deine James bist du. Die Welt ist aus dem Lot geraten. Ich bin der Angelpunkt. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber ein Mann. Du bist stark. Mächtig. Gern bei meiner Schwester. Ja? Hm? Sie wird einen Krieger aus dir machen. Du bist so kaputt, Jason. Na los, drück ab. Na los, du Schwanzlutscher. Drück endlich ab! Er schießt mich! Siehst du? Du bist ich. Und ich. Nimm mich als deine Lüge! Sage mich an der Zeit zu euch! Und lass mich wieder auferstehen! Citra, ich hab gewonnen. Gut, Krieger. Steh auf. Genieße deinen Sieg. Sie wird ein Krieger aus dir machen. Wir sind so fertig, Jason. Was ist tot? Verließ mich. Den Stamm, sein Geburtsrecht. Hoyt Voker lockte ihn fort mit Geld. Drogen. Er wurde ein Monster, aber er blieb doch mein Bruder. Hoyt wird für alles bezahlen, was er dir und meinen Brüdern angetan hat. Ich bringe dir seinen Kopf. Was ist mit deinen Freunden? Wir werden ein Boot nehmen. Ich bleibe bei dir. Das freut mich zu hören. Wie wirst du heute töten? Ich habe einen Spion namens Willis getroffen, der mich auf Hoyts Insel bringen kann. Clever. Die Rakyat werden dich vermissen, wenn du weg bist.
Werden Sie das? Komm zurück zu mir. Zu meinem Volk. Bald. Jason, du willst uns schon verlassen? Dennis, ich... Hast du viel zu tun für Sidra? Wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Ich war einst ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ich habe in einer Autowerkstatt gearbeitet. Die lachten über meinen Akzent. Und der Besitzer wollte mir weniger bezahlen als den anderen Mechanikern, die weniger drauf hatten. Mir, der aufwuchs unter den Generälen von Liberia. Die wollten mich unterbuttern. Aber ich weiß, wer ich bin. Sieh mich jetzt an. Sidra. Sie hat mich befreit. Sie ist bei mir. Viel Glück bei deinem Schicksal. Ich meine, deiner Mission. Ja. Diese Flasche ist leer. Ich brauche eine neue, bitte. Schnell. Bist du okay? Alles gut. Gut. Das Boot ist fast fertig. Wir können bald heim. Ich komme nicht mit. Was? Was redest du denn da? Ich habe meinen Platz gefunden. Hier, auf dieser Insel. Jason, ist das dein Ernst? Lisa. Ich will nur verstehen, was hier läuft. Zum ersten Mal weiß ich genau, was ich will. Das werde ich nicht so einfach loslassen. Du bist jetzt erwachsen. Darauf habe ich so lange gewartet und... Nun verlässt du mich. Mach's gut, Lisa. Lisa, lass ihn gehen. Viel Glück an der Wall Street. Die Show geht weiter. Hey, bleib stark. Ja. Ollie. Hey! Leute, hört auf, um zu stressen. Der gute Olli bleibt nämlich beim Dr. E. Du musst wieder zurück. Warum? Du weißt doch, um es meiner Mom zu erklären. Fuck. Geht klar. Verstehe. Ich sag's ihr. Pass auf dich auf. Klar? Du auch. Das war hart. Härter, als ich gedacht habe. Okay, egal. Weitermachen. Gut. Agent Willis. Jason, ich habe lange nichts mehr gehört von dir. Dachte, du wolltest weg hier. Nein, ich bleibe hier. Ich nicht. Die Russland-Operation ist aufgeflogen. Ich schließe mich der Taskforce 141 an und bin raus.
War sehr schön mit dir. Danke. Ach, bevor du gehst, du musst mir einen Gefallen tun. Hilf mir, heute zu erledigen. Das geht nicht. Wäre leichter, ein Barter an einem Samoaner zu finden. Aber probier es ruhig. Ich hatte mal einen Agenten da drüben. Er lebt noch. Glaube ich. Kannst du mir helfen, hinzukommen? Auf meinem Weg fliege ich über Holzinsel, wenn du mit willst. Ich schicke die Koordinaten. Perfekt. Ich werde da sein. Das Flugzeug hebt gleich ab. Ob du da bist oder nicht. Jason! Steig ein! Du fliegst in dem Ding nach Russland? Machst du Witze? Ich steig in Singapur um. Weißt du, dass es in Singapur illegal ist, Kaugummi zu kauen oder zu kaufen? Das ist eine uramerikanische Errungenschaft. Die Reispflücker erklären damit praktisch Krieg gegen Onkel Sam. Okay, danke. Steig ein! Ich sagte, steig ein! Oh, ach übrigens, mein Mann Sam ist in Holztruppen eingebettet. Pfeif einfach den Star-Spangled-Banner in Thurston in der Crazy Cock Bar. Dann weiß er, dass ich dich schicke. Ich hab der Agency mein Leben gegeben. Ich hab viele Fehler gemacht, aber jetzt zahlt es sich aus. Jawohl! Bin fast raus aus dem Dschungel! Haha! Ein Freund, ein Söldner namens Sam. Ich kenne hier nur einen Sam. Hinten läuft eigentlich immer ein Pokerspiel. Meistens sind es heute Söldner. Vielleicht solltest du versuchen, dich da einladen zu lassen. Wo gehst du hin? Na, was glaubst du? Poker spielen. Das wird nichts, wenn du dir den Buy-in nicht leisten kannst. Ist das genug? Na gut, du bist drin. Willkommen im Spiel, Frischling. Setz dich. Das Spiel langweilt mich. Ich steige aus. Jetzt schon? Soll ich lieber weiterspielen, Karl? Sollen wir den Einsatz erhöhen? Nein, nein, Sam. Ich sag ja nur. Gut. Ich bin dann auch fertig. Keine Rückzahlung. Mache mir Sorgen um ihn. Hab schon seit Jahren nichts gehört. Ihm geht's gut, glaube ich.
Los! Los! Wo ist der hin? Hier mit all den Kriminellen? Ich bin es leid. Die sind so leicht zu täuschen. Jeder glaubt, ich wäre die Gestapo, weil ich Deutscher bin. Ich wurde wegen meiner Kindheit befördert. Setz dich. Nun, wie lautet die Mission? Ich will heute töten. Scheiße. Warte. Du bist Jason Brody, hä? Du hast was erledigt? Ja. Warum sagst du das nicht? Du musst abtauchen. Heute wird dich in 1000 Stücke reißen. Das wird nicht leicht. Du bist ein Opfer deines eigenen Erfolgs, ja? Die Einheimischen greifen heute jetzt an. Er ist auf alles vorbereitet. Wir müssen seine Organisation sprengen, sonst ist sein Tod nutzlos. Aber heute weiß nicht, wie du aussiehst. Aber die hier kennt er. Was denkst du? Nein, 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 nein. Oder doch? Alles klar. Du musst bei den Söldnern anheuern. Halt, keine Diskussion. Das wird eine Zwei-Mann-Operation. Und ich brauche dich da drin. Das Wichtigste zuerst. Dein Aufsehen muss stimmen. Wie? Wir klauen eine Uniform. Die neuen Rekruten kommen per Schiff und werden an den Docks abgefertigt. Finde einen Rekruten. Dann lasse seine Leiche verschwinden. Klaue sein Zeugs. Dann funk mich an. Und zwar auf dieser Frequenz. Die Ärmel verdecken die Tattoos. Sam, ich bin soweit. Hier steht, der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster. Denk dran. Sei leichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. In 3 Wochen. Und los, Hoyt kommt zur Inspektion seiner neuen Männer. Stellt euch alle auf zur Abnahme. Aufs Scan vorbereiten. Sauber. Wie läuft's denn? Nächster, na los, bewegt euch. Alles klar. Na los, geht durch. Wenigstens ein fester Job. Okay, nächster. Alles gut, Foster. Psst. Brauchst du irgendwie Kohle? Fuck ja, warum bin ich sonst hier? Ein Boss von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit Holt? Holt hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Aber absolut. Okay, hör dir die Rede an. Hey, wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst, bist du tot. Wie geht's? Meine rotbäckigen neuen Rekruten. Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier. Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch erwarte ich das auch. Also, das Bett, das es gibt nur 3 Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Erstens, beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens, jeder Wilde wird erschossen.
Drittens, alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Dann brate ich euch auf dem Grill, bis eure Haut aufplatzt wie ein Würstchen. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz weist sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Brody. Sam, ich bin gerade vom Boot runter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie töten, erwürgen, sprengen oder so. Bluffen, Jason. Einer von Holts Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Holt mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist Ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Sam, ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt, aber nichts. Die Liste war nicht da? Das ist sehr schade, ja? Ja, aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das muntert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Die Piraten greifen Holts Drogenfelder an. Sie haben Bomben gelegt. Wir entschärfen sie. Okay. Bist du bereit? Blitzkrieg! Jetzt ernsthaft? Wunderbar. Ich berichte Holt, dass du mitgemacht hast. Das sollte doch helfen, oder? Bloß die Liste brauche ich noch. Ja, nochmal dazu. Ich habe eine Idee, wo die sein könnte. Bei einer verlassenen Bergbaukolonie in der Schlucht. Okay, ich sehe es mir an. Und denk an die Fotos von den Schuldigen. Sam, geschafft. Ich habe die Personalliste. Gut, ich sage heute Bescheid. Also rechne mit einem Treffen. Spiel deine Rolle und zeige dich am Tor zu seinem Stützpunkt. Zeig dir in dein Pokerface. Du bekommst nur eine Chance. Komm. Hi. Das ist Forster. Na, danke, Sam. Geh eine Zigarette rauchen. Du, setzen. Wo sind die Liste der Verräter und die Fotos? Hier. Na. Echt tolle Arbeit, Junge. Hier, rauch zur Feier eine Cohiba mit mir. Das war echt mal eine Show da unten. Ich rauche nicht. Oh, du hast Schiss wegen Krebs. Das ist Hühnerkacke. An Krebs stirbst du bestimmt nicht. Du siehst aus, als wolltest du in meinen engeren Kreis, Forster. Aber hey, ich kann Menschen lesen. Und du bist ein Springer. Du springst von Job zu Job, legst dich nie fest. Ich bin schnell gelangweilt. Naja. Weißt du, womit man seine Angestellten wirklich glücklich macht? Angst. Also, Hobbys. Kochen, malen, Filme, Crystal Meth. Was sind deine? Ich jage gern. Ich bin selber Jäger. Das edelste aller Hobbys. Bloß jage ich das echte Wild.
Ich kann dich zu Sklavenmärkten schicken in Rio, Hongkong, New York. Wir sind ein globales Unternehmen. Globalisierung ist die Zukunft. Bringt Sachen aus der ganzen Welt zu mir. Nimm die US-Industrie. Die machen da 1, 2, 3 auf eine Kontaktlinse. Und wenn ich sie mir dann ins Auge tue, weiß ich sofort, ob sie richtig rum ist. Also, warum 1, 2, 3 und nicht ABC? Na klar, so können sie es in die ganze Welt exportieren und direkt bis zu mir. Und was passiert, wenn ich sie drin habe? Du siehst die Zahlen nicht mehr? Ist das nicht unglaublich? Das nenne ich mal Fortschritt. Das ist Zivilisation. Aber ein paar Typen raffen es einfach nicht. Siehst du das Boot da? Ich habe es mit seiner Besatzung entführt. Aber der Kunde will außerhalb seiner Landesgrenzen einfach nicht verhandeln. Bah! Ich bevorzuge die europäischen Aufnahmen. Die Bläser in amerikanischen Orchestern sind zu bombastisch. Darum geht es, Foster, nur darum. Ich ernte meine Sklaven in der ganzen Welt. Und genau wie diese Kontaktlinsen ist mein Produkt universell. Gut, du musst was für mich erledigen. Ich habe einen Gefangenen unten. Finde heraus, wer der Kerl ist, wer seine Wohltäter sind. Und dann schlägst du ihn, bis er nicht mehr stehen kann. Sam geht mit dir. Alles klar. Oh, ich behalte die Kamera im Auge. Ich sehe so selten einen echten Profi bei der Arbeit. Na los. Hey. Enttäusch mich nicht. Noch unberechenbarer. Ich bin der König. Wo hat heute das her? Er kommt nicht zu meiner Pilotenscheinfeier nächsten Monat. Mann, du weißt, dass dein Bruder immer sein eigenes Ding macht, oder? Oh yeah! Keine Kokosnuss für dich. Hey, hatte Doug nicht gesagt, die Insel wäre menschenleer? Da sind sie! Packt sie! Alle sofort weg! Hilfe! Lasst mich los! Werft sie in den Wagen! Hier lang. Wie wird das enden? Du tust es, und Hoyt vertraut dir. Glaub deinen eigenen Lügen. Und denk dran. Lächeln. Da ist eine Kamera. Hier ist der Gefangene für das Verhör. Oh, fuck! Riley! Wer bist du? Wie lautet dein Name? Was? Dein Name! Riley Brody! Ach, mein Gott. Wer hat dich auf diese Insel gebracht? Mein Bruder. Wo ist Jason jetzt? Wo? Keine Ahnung. Glaubt ihr, dass du tot bist? Für wen arbeitest du? Ich stelle hier die Fragen. Wo sind die vier Leute, die er entführt hat? Keine Ahnung, ich will nur raus hier. Die Kamera ist jetzt in einer Schleife für 38 Sekunden. Riley. Jason? Du lebst. Verdammte Scheiße, gehörst du zu denen? Nein, ich hol dich raus. Okay, okay. Wo ist Grant? Er ist nicht hier, aber ich, okay? 26 Sekunden. Wir gehen, jetzt. Nein, wenn du das tust, dann erschießen doch gleich selbst. Wir sabotieren und töten heute. Wir zwei lenken die Wachen ab, Riley rennt. Nein, er wird es nie aus dem Gebäude schaffen. Hör auf ihn, okay? Ich kann nicht weg hier, Mann. 9 Sekunden. Schlag schon zu oder Hoyt weiß Bescheid. Was? 5 Sekunden. Mann, tu es einfach. Ich kann nicht mehr. Aber versprich mir bitte, dass du mich holst, okay? Thank you.
ist aus mir geworden. Das reicht jetzt. Lass ihn. Du bist der beste Pokerspieler, den ich kenne. Ich brauche einen Drink. Hey, toll gemacht mit dem Namen. Kreativer Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, Junge. Hör mal, ich möchte, dass du mit mir Poker spielst. Sam, du bist auch eingeladen. Wir sprechen übers Geschäft. Sag mir einfach wann. Ich habe Zeit. Gut. Schön. Und der gute Sam wird dir alles sagen. Pokerabend. Ich will ihn töten. Ich habe einen Plan parat. Zuerst zerlegen wir Hoyts Kommunikationsnetzwerk und sprengen dann sein Treibstofflager. Das Chaos in seiner Truppe gibt uns die Chance, ihn beim Pokern zu erledigen und Riley zu retten. Ist das gut, ja? Ja, sehr. Ja. Triff mich am Treibstofflager, wenn die Funkzentrale ausgeschaltet ist. Damit sind Hoyts Männer taub und stumm, hä? Alles klar, stöpseln wir Holz Telefon aus. Hallo, Sam. Um die Kommunikation zwischen den Söldnern zu stoppen, musst du die Satellitenschüssel sprengen. Du wirst durch den Bunker müssen. C4 an den Stützstreben ist die einzige Lösung. Danach wirst du Hilfe brauchen. Das Tanklager kann warten. Ich komme dich abholen. Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt, ja? Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr, Holt. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Schütze den Sprengstoff, bis ich da bin. Und alles wird wunderbar. Gut gehen. Triff mich am Tanklager. Da wird es wieder lustig. Na dann los. 1, 2, 3. Spring! Spring! Tschüss. Dennis, ich habe meinen Bruder gefunden. Er lebt. Was ist mit Holt? Ich werde ihn umbringen. Er hat meinen Bruder. Riley braucht meine Hilfe. Jason, du bist ein Rakyat-Krieger. Blicke nicht zurück. Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach. Er ist mein Bruder. Vergiss nicht, wir sind jetzt deine Familie. Dein Handwerkszeug? Partykram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie wir Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja, mein Vater war bei den Navy Seals. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann versetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Uncle Sam. Ich verstehe. Ja, einer der Gründungsväter, glaube ich. Das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Verbreiten wir etwas festliche Stimmung. Fahr zu den Öldepots. Ich gebe dir mit den MG Deckung.
unser! Geschafft! America, fuck yeah! Jetzt noch das Sahnehäubchen. Und heute beim Pokern alle machen. Lass mich nicht hängen. Na, triff mich an Holz Stützpunkt. Wer diesen Brody abknallt, okay, mein Freund. Bist du bereit dafür? Oder brauchst du mehr Zeit? Wenn wir das erstmal anfangen, führt kein Weg zurück. Ich habe ein Messer in meinem Stiefel. Du musst ihn ablenken, wenn ich geben sage. Okay, verstanden. Ja, willkommen, Jungs. Kommt rein, kommt rein. Setzt euch doch. Wildcard Hold'em okay für euch? Ja? Kann ich euch was anbieten? Etwas zu essen? Eine Nuss vielleicht? Nein. Lass uns spielen. Poker. Frag einen Penner auf der Straße und er sagt dir, es ist ein Glücksspiel. Oder? Frag Sammy und er sagt, es geht ums Bluffen. Stimmt's, Sam? Ja. Ja. Aber stimmt doch, oder? Es geht darum zu spielen. Ist die Bank gewinnt? Ich riskier's mal. Ich calle. Ich gehe mit. Sorry. Ausregeln. Ah, sieh dir das an. Ihr habt dieselben Karten. So, erhöhen wir mal die Einsätze, oder? Foster? Jason Brody? Wie auch immer du heißt, ich hab's vergessen. Für wie dumm hältst du mich denn? Wir spielen weiter. Dealer sitzt links, oder? Diese Runde setzt er aus. Also, ich beobachtete dein Treffen mit Riley. Hab sogar ein bisschen geweint. Passiert mir nur selten. Ich geb zu, ich hab dich unterschätzt. Folterst den eigenen Bruder. Und zerstörst meine halbe Organisation. Aber die Kugel fällt, wohin sie will, hm? Ich vergebe dir. Also, nenn deinen Preis. Jeder hat einen. Hm? Ihr seid Marionetten und wir ziehen die Fäden. Das System ist gemacht, um so zu funktionieren. Scheiß aufs System. Weißt du was, Jason? Ich gehe es langsam mit dir an. Du bist ein Familienmensch. Einen Finger für jede Niederlage. Ich glaube, ich beginne mit dem Ringfinger. Oh, Jason, nun werden wir nie heiraten. Wir hätten Partner sein können. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Fick dich! Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine 10 Finger für ein Messer. Ich mach das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack! Ich bin wirklich schwer enttäuscht von dir, Jason. Du hast gar nicht nach deinem Bruder gefragt, Riley. Wo ist er? Keine Sorge. Ich habe ihn an jemand ganz Besonderen verkauft im Jemen. Er mag sie jung. Ich werde dich töten. Ich habe mächtige Freunde, die dich jagen werden. Sie werden von dir keine Spur mehr finden. Du
Du gewinnst nicht. Ich halte alle Trümpfe. Warum hast du dann Angst? Dein Bruder ist auf dem Flugfeld. Den Flug willst du nicht verpassen. Er wird Verspätung haben. Gott sei Dank. Ich hab's schon nicht mehr geglaubt. Wir müssen hier verschwinden. Okay. Mir nach. Ich dachte, ich würde dich nie wieder... Scheiße. Kannst du ein Heli fliegen? Nein. Du hast doch einen Flugschein. Ja, aber für Flugzeuge. Ja, dann musst du schnell lernen. Was? Oh, Scheiße. Er hat keine Deckung. Abknallen. Dumm. Oh, Mann. Gerade so geschafft. Du machst das wie ein Profi. Ja, liegt wohl an den Genen. Weiter in diese Richtung. Die anderen warten auf uns. Okay, alles klar, ich kann das. Ja, ja, okay. Oh, oh, das ist so cool. Warte hier. Was ist passiert? Scheiße. Jason. Wo sind Sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde... Ich verstehe nicht. Ich muss sofort zum Tempel. Riley, wir müssen los, jetzt! Citra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Ich helfe dir. Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nun bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium.
Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Und dann gehöre ich dir. Citra. Folge dem Pfad des Kriegers. Nur die Stärksten überleben. Mit den Rakia bist du machtvoll. So wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Lisa? Ein großer Krieger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatau. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du glaubst, du bist ein Krieger wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm? Ich nehme sie dir, Jason! Dein, wie wir alle. Diese Insel gehört. Du lebst in einer Fantasiewelt! Ich werde das alles ausradieren! Vollende den Pfad, sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen, Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir! Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich! Jason! Was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst, uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht... Ah! Verlass mich nicht. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Citra, bitte. Verlass mich nicht, bitte. Citra, es tut mir leid. Citra, bitte, verlass mich noch nicht.
zählen nicht mehr. Ich kann nicht mehr zurück. Ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das.